Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir sind jetzt hier in unsere Le Chief und wollen noch mal ganz kurz was essen. Und dann werden wir nämlich die Rakete bauen. Ich hoffe, dass wir genug von allem haben. Ansonsten müssen wir noch mal losgehen. Aber ich glaube, es fehlt uns sicherlich an Titan wird es uns sicherlich fehlen. Ja, sieht so wohl, das könnte funktionieren. Okay, gucken wir erstmal. Wir können ja schon mal die Sachen mitnehmen. Was habe ich hier noch am Start? Okay, ich habe noch eine Batterie. Ich bin übrigens zu Hause angekommen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Wir haben die Startplattform, haben wir. Wir brauchen noch den Versorgungsturm. Darum können wir uns kurz mal kümmern. Wir brauchen wir einen Plastalbaren. Und dafür nehmen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Davon und... ich habe 9. Ich kann nicht mal mehr zielen, Freunde. So weit ist es gekommen. Mein Leben ist ruiniert. Ich bin ein alter Sack, der nicht mehr zielen kann. War damals gut in Mathe. Jetzt kann ich nicht mal bis 10 zielen. So. Und dann brauchen wir noch Lithium. Das spricht man so aus. Lithium, fragt ein Wissenschaftler. So. Lithium. Und macht daraus Plastalbarren. Zack. Damit haben wir den schon mal. Check. Kupferdraht und Schmierstoff. Brauche ich nur einen oder brauche ich mehr? Nein. Schmierstoff, check. So, okay. Als nächstes Kupfer dreht. Bläht. Er hat mich gerade daran erinnert. Sorry. Ich bin halt kein Deutscher. Ich habe die Tür gefunden. So. Wollte ich da reingucken? Wollte ich einen Kupferdraht machen? Ich bin komplett selbst verwirrt. Kupferdraht. Ich vermute mal, es ist nur eine bloße Vermutung, aber wir brauchen Kupfer. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass uns diese Komponente fehlt. Ja. Oh. Kupfer. So, Kupferdraht. Ja gut, check. Wir werden wahrscheinlich noch irgendwie Treibstoff brauchen oder so. Ja, ich bin gespannt. Wenn wir wirklich alles da haben, wird das eine recht kurze Folge. Aber somit auch das Ende. Ich kann noch ein bisschen erzählen. So. Verdammt! Ich hab's schon gebaut. Ah, wir brauchen nämlich das jetzt. Ah, Plastal brauchen wir eh. Aerogel. Aerogel. Was haben wir dafür noch gebraucht? Kann ja direkt mal nachgucken. Vielleicht habe ich in Erinnerung, ob wir sowas haben. Das kam überraschend. Wer sich angeschlichen hat. Alter. Ich glaube, ich spinne. Junge. Der voll der Assassine. Oh Mann. So, das hat mich jetzt komplett durcheinander gebracht. Aerogel, ne? Hallo, da. Gelsack und Rubin. Rubin haben wir. Gelsack bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, er hat mein Glubschi geklaut, oder? Ne, da ist er noch. Alles gut. Hatte ich mir nicht welche gesichert? War da nicht was? Oh yeah. Das habe ich.
Sehr schön. Auch daran habe ich gedacht, obwohl ich nicht dran denken musste. Zack. So, okay. So, Erogil, check. Also, den nächstes brauchen wir, habe ich schon. Wird sieht der Zero aus? Da. Nickel, Erz und Kabelsatz. Ja, das ist kein Problem. Kabelsatz kriegen wir, glaube ich, hin, ne? Ja, easy going, hey. Hier, zack, zack. Oh, machen wir da einen Kabelsatz draus und ist gut. Zack. So. Als nächstes dann Nickelerz. Davon haben wir auch noch was. Und ich glaube, unten müsste auch noch eine Menge sein, ne? Soweit ich mich erinnern kann, haben wir ordentlich was gesammelt und das irgendwie hier rein. Ah, okay. Siehst du, sag ich doch. Meine Rede. Okay, so. Ist klar. Das war der eigentliche Schreckmoment. Alle liegen im Bett, gucken ganz entspannt mein Let's Play, weil ich langweilig bin und die damit schlafen können. Und dann kommt plötzlich die Musik. Was fehlt als nächstes? Neptun-Reservetag. Kristalliner Schwefel. Ah, wie viel? Vier. Das ist ungünstig. Das ist richtig ungünstig. Ich weiß nicht, ob wir vier Stück davon haben. Zwei. Okay, den kennen wir, aber wer war Nummer zwei? Hey, lass mich in Ruhe, Junge! Bist du verwirrt oder so? Wieso sind die so aggressiv? Bleiben wir hier in der Nähe von der Rakete. Dann passt das schon. Alter. Engine powering down. Ja, natürlich regnet es hier rein. So. Tolle Wurst, ey. Überall gedamaged, ne? Ich muss weiter runter. Engine powering up. Ja, das ist nicht runter, Zero. Warning. External hull damage detected.
Ja, was meinst du, was ich hier mache? Engine powering down. Was eine Kackbratze. Du trägst diesen Namen zurecht. Rastet der komplett aus. Was ist denn los mit dem? Oh, ich hätte meine Rüstung aktivieren können, ne? Jetzt zu spät dafür. Also die Kackbratze kommt nicht auf die Idee, hierher zu kommen. Ja, komm, Kleiner. Hey, hier hast du einen Keks unter Wasser? Willst du mich verarschen, Junge? Er hat sich gerecht. Er wollte die gleiche Aktion mit mir auch abziehen, die ich mit ihm gemacht habe. Fast hätten wir den kristallinen Schwefel vergessen können, aber ich weiß nicht mal, ob wir welchen haben. Okay, falls es irgendwo noch gedamaged ist, ist halt so. Okay. Kristalliner Schwefel. Hier ist nichts. Nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott. Okay, alles ist gut. Alles ist gut. Okay, Plastalbaren, Kyanit ist gar kein Problem, Ionen-Energiezelle. Haben wir genug Würfel da? Das ist doch hier die Frage der Fragen. 3 Stück. Ja, das ist nicht viel. Kyanit. Ich glaube, ich habe zu Hause ein bisschen was abgeladen, ne? Ja, ja, ich habe zu Hause ein bisschen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist jetzt doof. Da brauchen wir noch ein bisschen Metall. Finden wir hier vielleicht direkt was? Ein paar Eier. Kupfer kann man immer gebrauchen. Ich glaube, er will nicht, dass ich gehe. Er vermisst mich jetzt schon. Das erklärt alles. Oh. Es müsste 4 Stück geben, ne? Okay. Ich. Titanbaren gleich hinterher. So, dann Lithium und Plastalbaren. Was brauchen wir noch? Aha. Ionenenergiezelle. Was war das? Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wo bauen wir das hier wahrscheinlich, ne? Silikongummi und Ionen in der Batterie. Oh, das geht eigentlich. Das geht klar. Ich muss kurz nach Hause. Mr. Kackbritze, mach bitte keinen Scheiß. Ich weiß, es ist traurig, dass ich dich verlassen möchte, weil wir haben wirklich das komplette Let's Play miteinander verbracht. Aber Freundschaften kommen und gehen. Auch wenn ich dich von Anfang an nie wirklich sehr mochte. Jetzt habe ich hier nicht hingeworfen, Eier. So. Aber eines Tages muss jeder gehen.
Welcome aboard, Captain. Okay. Ionenenergieriegel. Wo habe ich sie? Oh, ich habe auf jeden Fall noch. Ordentlich viel Titan da, also brauchen wir keine Panik schieben. Wenn der mir jetzt folgt, ne? Das wäre echt kacke. Vielleicht mag er einfach nur mein Glubschi. Haut er jetzt ab? Ich hoffe ja. Ich geh bloß weg und komme nicht wieder. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ach Gold. Jugendbatterie. Dann noch eine. Und noch eine. So, jetzt haben wir 4 Stück davon. Den Rest können wir erstmal ablegen. Einfach nur zur Not. Hier kommt der ganze Scheiß hier kann weg. Brauche ich doch alles nicht. Scanner brauche ich nicht mehr. Licht brauche ich nicht mehr. Konstruktor vielleicht noch. Obwohl, die 4 können wir behalten. Ein Silikongummi habe ich noch. So, ich brauche aber höchstwahrscheinlich mehr, ne? Ja, einen noch. Aber das ist ja alles kein Problem. Ich habe ja für alles gesorgt, ne? Nein, der weiß nicht. Der weiß nicht. Der Stinkpflanzenbüschel weiß auch nicht. Ach, gut, ich habe nicht für alles gesorgt. Okay, ich habe gelogen, ich gebe es ja zu. Aber wir haben es ja nicht weit. Habe ich ihm gerade High Five gegeben? So. Ja, dann machen wir davon ein paar. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das ja noch. Einen? Ja gut, das war armselig. Nein. Nein. Ja. So. Wir machen dies durch. Sag dies durch. Zack, und das Zeug. Einfach nur zur Not noch einen gemacht. So. Dann gib mich die Ionenenergie-Batterie-Zelle. Nice. Warum die extra eine andere Farbe kriegt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie cooler. Okay. Kyanid 4 Stück. Sehr schön. Einfach durchdreht. Das Einzige, was ich mich frage, ist halt wegen der Energie, die Energiezellen. Wir haben ja die Rakete bekommen als Anleitung, weil sie ja schon ausreicht, um in die Atmosphäre einzudringen. So, wieso braucht man dann diese Alien-Energiezellen? Wenn das alles berechnet ist. Ah, ich habe keine Ahnung. So. Zyklop-Geschildgenerator. Ja gut, kann ich rausnehmen. Emuliertes Glas habe ich auch. Na gut. Das kriegen wir auch noch hin. Habe ich Kackbratze gerade gesehen? Ich glaube schon. Such dir ein Hobby. Wahrscheinlich bin ich sein Hobby. Immer diese Kack-Hater. So, emilliertes Glas habe ich nicht. Ich hab Fangzähne, das weiß ich. Jetzt schwören können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, so. Weil ich nicht zählen kann, ein bisschen mehr.
Danke. Ach, da sind die Würfel. Ich schwören können, dass ich irgendwo noch ein emuliertes Glas hatte. Ich meine, ich kann es easy selber bauen. Ich hatte noch zwei Lila nicht. Ohne Worte. Ja, Mensch, dann mache ich emuliertes Glas. Ich glaube, die Kackbratze ist wütend. Wir gehen unten raus. Der scheint sehr, sehr wütend zu sein. Habe ich dabei, was ich dabei haben wollte? Ja. Safety first. Und ja, ich weiß, ich baue bei Bertha. Ich muss nicht bei Bertha bauen und das ist Energieverschwendung, aber ich mag Bertha irgendwie. Keine Ahnung, ich baue hier gerne. Das hat was. So. Nehmen wir das Glas. Dann essen wir meinetwegen noch was. So, direkt mal neu anpflanzen, obwohl wir es vielleicht sogar gar nicht mehr brauchen. Aber man weiß ja nie, vielleicht stürzen wir nochmal ab. Kann man nicht wissen. Ihr wisst es schon, weil ihr es wahrscheinlich durchgespielt habt. Aber ich weiß es nicht. Emuliertes Glas. So, jetzt haben wir zwei emuliertes Glas. Ich weiß gar nicht, wie viel wir gebraucht haben. Aber wir haben auf jeden Fall mehr als genug. So. Plastalbarren, das heißt wieder Lithium. Und dann ein Plastalbarren. So. Computership. Was brauchen wir dafür alles nochmal? Junge, Junge, Junge. Tischkoralle, Kupferdraht. Kupferdraht habe ich hier doch abgelegt, ne? Ich finde schön, dass ich einfach alles da habe. Es hat sich echt gelohnt, alles einzusammeln, was man kriegen konnte. Einfacher können wir es jetzt echt nicht mehr haben. Und nehmen wir halt den Schildgenerator von hier, ganz ehrlich, also. Wir haben die meisten Scheiß, haben wir jetzt durch. Von daher, denke nicht, dass wir Bertha noch großartig brauchen werden. Gleich kommt er und greift uns an. Das wär's doch. Jetzt denkt sich die Kackbratze, er hat das Schild entfernt. Oh, töten, töten, töten. Das wäre so der Hammer schlechthin. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Kommt noch was Großartiges. Treibstoff? Vielleicht? Neptune 1 Rocket online. Das Ding! So, Moment. Da kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Rötlich. Oh ja, okay. Dann die Streifen. Aber so ein Schwarz, Streifen 2. Rot. Name. Weiß. Das ist unsere Rakete. Und jetzt steigen wir einfach ein und sind dann weg. Okay.
Genau, kann ich mich noch von allen verabschieden? Jungs, haut rein. Ich habe gelesen, dass ich noch ein emotionales High Five gebe. Upsi. Lubschikowski? Freunde kommen und gehen. Man kann sie sich nicht aussuchen. Lubschi hat mich verlassen. Das sind die Inseln. Ja, verstehe. Hydraulik, Kommunikation, Rakete nicht bereit. Zeitkapsel vorbereiten. Oh. Hier kriegst du mein Messer. Hier kriegst du noch ein Titan. Und ein Silikongummi. Ja, check! Ja, du bist bereit, ja, cool, ja. Time capsule ready. Ach, Neptun-Zeitkapsel. Achso. Okay. Time capsule ready. Zeitkapsel ist aktiv. Lebenserhaltung. Ich muss die Zeitkapsel ändern. Es gibt wichtigere Dinge. Damit kein anderer so leiden muss wie ich. Time capsule ready. So, okay. Bordcomputer starten. Primary computer systems active. Oh, okay. Soll ich mich jetzt hier hinsetzen oder? Rakete nicht bereit. Kommunikation, ey. Ich glaube, wir müssen hier runter. Vorrat. Kein Vorrat anlegen. Kommunikation. Communications Systems Array active. Ich will ehrlich gesagt, wenn wir irgendwo auf einem anderen Planeten abstürzen. Ich riskiere es, ich habe jetzt keinen Bock, alles zu holen. Pressurizing Hydraulics. Aber wozu brauchen wir das? Wir werden doch abstürzen irgendwo. Scheiß drauf, Leute. Hinterlasse nichts als Zeitkapseln. Zu den Sternen. Erfolge freigeschaltet. Ready to launch on your command, Captain. Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time capsule jettisoned. Kann das sein, dass diese Zeitkapseln für andere Spieler sind? Ist das möglich?
Weil wir haben ja auch eine Zeitkapsel gefunden. Caution. Approaching orbital debris field. Oh oh. Orbital debris field clear. Performing gravity turn maneuver. Da ist die Insel. Tschüss, Insel. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. Ich hab ihm schon seinen scheiß High Five gegeben. Im Busch. Und dann ist er abgehauen. Kein Wunder, dass er weg war. Egal, scheiß drauf. Ja, gut. Ich wollte das für mein Thumbnail nehmen. Vielleicht nehme ich das ja auch. Tschüss, Busch. Gib dir ein High Five. Oh Mann, naja. Ist ein cooles Spiel, kann man nicht anders sagen. Wenn man das als allererstes spielt, ist man ein bisschen abgeschrocken vom Wasser und Survival unter Wasser. Aber an sich, Imp hat mitgespielt. Der ist ja auch überall. Die Drachis auch, okay. Ach nee, Dreisch. Man muss erstmal reinkommen ins Spiel, eindeutig. Am Anfang ist es noch so. Aber umso länger man das spielt, umso besser ist es. Aber das ist halt Survival Game, so ist das immer bei Survival Games. Der Spaß beginnt erst, wenn man ein bisschen was hat. Wenn man nichts hat, hat man auch keinen Spaß. Ergibt Sinn, oder? Finde ich auch. Ja. Ich muss sagen, mir hat's sehr gut gefallen. YouTube und Twitch-Streamers everywhere. Jetzt gehöre ich mit dazu. Ja! Oh. Aber, Leute. Ich meine, wenn ihr es jetzt bei mir gesehen habt, ist es zu spät. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits. Ich hoffe, ihr hattet es gespielt, bevor ihr zugeguckt habt. Denn dieses Spiel sollte man wirklich blind spielen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe ja nie wirklich irgendwas gesehen davon. Geile Nummer. Und ich würde sagen, mit dieser geilen Nummer verabschiede ich mich mal für Subnautica. Auf Wiedersehen, Subnautica. Hat mir echt viel, viel, viel Spaß gemacht. Wenn, wie heißt das? Beyond Zero oder so? Ihr wisst schon, das neue Subnautica-Ding, jetzt kriege ich ins Viech. Weiter im Early Access drin ist, werde ich das auch spielen, aber bis dahin wird das jetzt noch ein bisschen dauern, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal bei Subnautica, denn es wird ja weitergehen. Below Zero. Below Zero. Haut rein, euer Vero. Tschüss.